Das Wort hat der Kollege Steffen Bockhahn für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, um an Herrn Brüderle anzuknüpfen, das stimmt, Deutschland freut sich über die konstant niedrigen Umfragewerte der FDP, sauber unter 5%, und Sie haben gerade bewiesen, warum. Meine Damen und Herren, 52% der Beschäftigten in der Bundesrepublik Deutschland unterliegen noch Branchen- oder Haustarifen. Das heißt, 48% der Beschäftigten unterliegen keinerlei tariflichem Schutz mehr. Und das, meine Damen und Herren, zeigt, in welche Richtung der Arbeitsmarkt sich entwickelt. Von 36 Millionen Beschäftigten hat ein Drittel nur Teilzeitjobs mit etwa 15 Wochenstunden. Wer soll denn davon leben? Das sind die Erfolge Ihrer Arbeitsmarktpolitik, die Sie hier feiern. 1 Million Leiharbeiter in Deutschland, die kaum Schutz vor Kündigung haben, die keine ordentlichen Mitbestimmungsrechte haben, das ist das, was Sie hier als Erfolg verkaufen. Herr Brüderle, wenn Sie hier große Lohnerhöhungen und Herr Kauder genauso große Lohnerhöhungen in den kommenden Monaten ankündigen, dann haben Sie vielleicht recht für die ganz wenigen, die in der Exportwirtschaft arbeiten, für die ganz vielen, die in den Dienstleistungsberufen arbeiten, die in sozialen Berufen arbeiten, haben wir seit Jahren brutal sinkende Löhne und eine weitere Verarmung dieser Menschen, die so wichtige Arbeit machen. Das ist die Realität Ihrer Arbeitsmarktpolitik. Meine Damen und Herren, in Mecklenburg-Vorpommern, dem bekanntlich schönsten Bundesland der Welt, geht es vielen Menschen nicht so gut. 45% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern, fast die Hälfte, arbeitet im Niedriglohnbereich. Etwa 2/3 aller unter 25-Jährigen arbeitet im Niedriglohnbereich. Um Ihre Frage zu beantworten, in Mecklenburg-Vorpommern regiert die CDU zusammen mit der SPD. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich habe kein Problem damit, dass die SPD da regiert, aber die brauchen künftig einen ordentlichen Koalitionspartner. Das wird, denke ich, nach dem 4. September auch wieder möglich sein. Aber um Ihnen das zu sagen, das bedeutet in Mecklenburg-Vorpommern eine 40-Stunden-Woche für nur etwa 1.000 Euro brutto im Monat. Nicht in der Woche, im Monat. 1.000 Euro brutto für Vollerwerbsarbeit. Das ist unwürdig. Das ist unwürdig, Leute dafür arbeiten zu schicken. Und das ist kein Erfolg, wenn man solche Arbeitsplätze schafft. Und man kann was dagegen tun. Man kann sehr wohl was dagegen tun. Man könnte zum Beispiel mal damit anfangen, einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn über alle Branchen gleichzeitig zu erheben. Das wäre ein Schutz für die, die nämlich dieser tariflichen Bindung nicht mehr unterliegen, die ich eingangs erwähnte. Das wäre eine vernünftige Maßnahme auch im Bereich der Arbeitsmarktpolitik. Dann muss ich aber sagen, tut mir leid in Richtung SPD, weiß ich nicht, warum Sie gerade wieder Mindestlöhnen zugestimmt haben, die im Osten und im Westen unterschiedlich hoch sind und dann auch noch in der Leiharbeit. Das funktioniert leider auch nicht, da müssen Sie sich noch mal überprüfen. Ich glaube aber, dass Ihre Erfolge, Ihre vermeintlichen am Arbeitsmarkt noch zu ganz anderen Problemen führen. Und wenn Sie, ach nee, erst noch mal zu den Erfolgen in der Statistik, das finde ich auch super, etwa 3 Millionen sagen Sie. Das Problem ist, wenn Sie sich mal anschauen, wen Sie alles nicht mehr in die Statistik reinrechnen, dann wird die Zahl plötzlich nicht mehr so kuschelig. Und wer ist denn das? Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 58 Jahre, die sind nicht mehr in Ihrer Statistik. Leute, die gerade in Mehraufwandsentschädigungsarbeit, also 1-Euro-Jobberin und 1-Euro-Jobber sind, die werden da nicht mehr reingerechnet. Leute, die in Bildungsmaßnahmen drin sind, die werden da nicht mehr reingerechnet. Und noch verrückter, das finde ich besonders toll, Arbeitslose, die krankgeschrieben sind, sind nicht mehr arbeitslos. Die werden nicht reingerechnet in die Statistik. Da drücken Sie jeden Monat um 70.000 bis 80.000 Beschäftigte oder Arbeitslose die Statistik. Ihre Statistiken sind nicht ehrlich. Wir haben etwa 4 Millionen fehlende Arbeitsplätze in Deutschland. Wir haben 4 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Das ist der Erfolg Ihrer Politik. Das ist aber kein Erfolg, denn er führt dazu, dass Sie gravierende Probleme in den Kommunen bekommen. Das mag Sie verwundern, wenn ich das sage, aber das Problem ist, die vielen Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter, die vielen Menschen, die im Niedriglohn arbeiten, gerade im Bereich des Tourismus, gerade im Bereich des Hotel- und Gaststättengewerbes, die gehen als Aufstocker zum Jobcenter. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist, Herr Brüderle, wenn Sie dazu bejubeln mit den Lohnerfolgen und so. 13 Milliarden Euro, 13 Milliarden Euro geben wir in jedem Jahr für Aufstockerinnen und Aufstocker im Hartz-IV-Bezug auf. Das sind 13 Milliarden direkte Lohnsubventionen an die Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ich finde, das Geld ist falsch angelegt. Ich glaube, damit könnten wir Besseres machen. Meine Damen und Herren, das nächste Problem in dem Bereich besteht darin, dass dieses Geld, was die Kommunen unter anderem mit aufwenden müssen, um diese Armut trotz Arbeit auszugleichen,
Das fehlt in den Kommunen, um Schulen zu sanieren. Das fehlt in den Kommunen, um Sportplätze offen zu halten und gut im Zustand zu halten. Das fehlt, um Kulturarbeit zu ermöglichen. Das fehlt an allen Ecken und Enden. Ihre Arbeitsmarktpolitik führt nicht nur zu einer stärkeren Spaltung in Arm und Reich. Ihre Arbeitsmarktpolitik führt nicht nur dazu, dass Menschen in Armut leben, obwohl sie trotzdem arbeiten, sondern Ihre Arbeitsmarktpolitik führt auch dazu, dass die Kommunen in Deutschland pleite sind und damit das Land von unten her kaputt geht.